Ja, ich glaube, solange ich das immer wieder nochmal nachkorrigiere, ist das in Ordnung. Aber ne, dass hier nicht irgendwie so ein kleiner Fleck ist oder so. Und wir sind wieder im Düsterwald. Schade. Weil hier ist überhaupt nichts, was wir brauchen. Aber unsere altbekannte Musik, natürlich. Da war ein roter Pilz, den habe ich jetzt mal liegen lassen. Ja, hätte ich mitnehmen können, aber. Nö. Nö. Ich weigere mich. So, hier lang. So lange wir Akteur noch haben, 17 Sekunden. Jetzt aber los. Run, run, run. Und wir haben schon tatsächlich gar nicht wenig erkundet, ne? Wir haben so wenig gezockt und schon so viel geschafft. Na gut, okay, das ist jetzt auch wenig spektakulär. Ich meine, das ist alles ungefährliches Gebiet, wo wir sind. So, Akteur wirkt nicht mehr. Schade. Theoretisch könnte ich mir einen Ausdauertrank reinschmeißen, mache ich auch. Und die packe ich außerdem wieder nach oben. So, hier lang. Ah, hier ist wieder Grasland. Eichen. Nee. Es wird dunkel, kann das sein? Also die Sonne färbt sich zumindest rot. Ich glaube, wir sollten gleich wieder zurückgehen. Kurz ratzen. So, hier lang. Oh, Himbeeren. Ja, komm. Why not, wa? So. Und hier ist sogar ein kleines Gebirge, aber auf gar keinen Fall hoch genug, als ob da irgendwas Interessantes für uns spawnen würde. Ach, den haben wir auch schon erkundet. Ah, nee, hier unten noch. Da müssen wir auch noch. Na gut, dann mache ich das zuerst, wo wir gerade schon hier unten so weit sind im Süden. Muss ich ja sinnlos nochmal hierher rennen sonst. Und hier mache ich mal mein Energieschild an. Nach letzter Aufnahme mit den Wölfen. Oh Mann. Kamen drei auf einmal. Ich finde das immer so mies mit dem Taumeln. Dass man so, wenn man Schaden gekriegt hat und der Schaden zu hoch war, man so taumelt und nichts mehr machen kann. Weil das ist eigentlich immer der Grund, weswegen man stirbt bei dem Game. Ne? Ich wünschte, man könnte das irgendwie unterbinden. Aber es ist ja sogar so, dass wenn man zum Beispiel zu wenig Ausdauer hat und mit dem Schild verteidigt, dass sogar das egal ist und man anfängt zu taumeln, wenn der Schaden zu groß war. Vor allem ausgerechnet, wenn der Schaden groß war, weil dann stirbst du ja erst recht beim zweiten Schlag, ne? Keine Ahnung, warum die das so gemacht haben. Finde ich ein bisschen gemein, das Kampfsystem. Ein bisschen. Aber es soll natürlich auch nicht so easy sein, ne? Vor allem zum Beispiel dieses, das ist ja herausstechend bei diesem Spiel, dieser Umgang mit Ausdauer, ne? Das habe ich bei einem anderen Spiel so noch nie gesehen. Dass so die. Warte mal. Oh. Oh. Hier sind überall noch Kleckse. Und hier sehe ich so viele rote Pilze, dass ich sie doch nicht liegen lassen kann. Gut. Ja, wir müssen da gleich nochmal zurück. Da und da. Shit. Warte mal, ich mache da mal diese Markierung hin, weil wir die für sonst nichts benutzen. So. Das ist eine Wolke. Gut. Hier. Damit ich nicht, ne, denke, wir sind da fertig. So. Gut. Dann gehe ich da gleich auf den Rückweg hin, glaube ich. Kurzen Schlenker. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Das ist, glaube ich, eine Butz mit nichts drin. Wow. Sehr spannend. Theoretisch könnte ich sie zerstören für Holz, aber. Nö. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. So. Bräuchten eher Stein allmählich wieder. Ne? Jetzt haben wir mehr Holz als Stein. Eigentlich auch unüblich. Weil bei dem Spiel kostet alles Holz. Gefühlt. So, da ist der Klecks. Hier ist alles weg, ne? Da. Ja, da ist auch ein Fleck. Gut. Dann gehen wir da gleich nochmal hin. Aber erstmal gehe ich nach hier unten. Ich glaube, hier in der Mitte ist sowieso ein großer See. Das heißt, ich werde mal hier rundherum gehen und so im Kreis. Ich glaube, ich mache dann den Innenkreis des Sees im Zentrum. Des Binnensees. Also erstmal so lang.
und diese Stelle da erkundet. Und dabei alles geplündert, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Hier ist traurige Musik. Nein! Okay, geht wieder. So. Ah, was haben wir denn hier Feines? Na, warte. Glaubt man nicht, ich hätte dich nicht gesehen. Ich mach mal so und so. Zack. Haben wir hier noch mehr? Oh, da ist sogar noch eine. Perfekt. Und habe ich nicht gesagt, es wird abends? Nö, wird es gar nicht. Sehr gut. Den Baumstumpf lasse ich mal. Und Eicheln. Zwei immerhin. Naja, gut. So. Sind da noch mehr Eichen? Ich guck mal derweil, wenn ich hier hacke rum. Nee, ne? Nö. Gut. Und wir sind überladen. Ich würde mal... Ja, was soll man mit dem ganzen Holz? Gut, ich baue kurz ein Portal und bringe den Stuff weg. Und guck dann auch gleich, wie spät es ist. Oh, ach so. Wir sind gar nicht überladen. Nö. Gut. Hier ist noch eine Eiche, die nehmen wir ebenfalls mit. Was sehr treffend ist, weil wir müssen ja auch lang zum Erkunden, wie man gerade auf der Minimap sieht. Zack. So. Und die Eiche auch noch. Und dann sollten wir auf jeden Fall dringend zurück. Ah, lass mit dem Zahn. So. Und da auch noch. Sehr gut. Und du hältst schön die Klappe. Das Geräusch auch. So. Das war's, ne? Oh, keine Eichen. Also Eicheln. Schade. Gut. Da können wir gleich nochmal gucken nach Bienen. Wenn ich das hier noch mitkriege. Es könnte aber sein, also nicht wegen Gewicht, sondern wegen Platz, dass es deswegen nicht passt. Passt. Und passt, sehr gut. Dann da hinten noch Löwenzahn, den nehme ich auch noch mit. Und guck mal da in diese Butz rein. Ah, da ist noch eine. So, Bienen. Nö. Aber Gold. Und hier vielleicht Bienen. Nö. Nicht mal Gold. Hier sind immerhin Himbeeren. Komm, die nehme ich mit. So. Oh. Ach, wollte gerade sagen, warum stacken die sich nicht? Sind hier noch Eichen? Nee, ne? Gut. Und wir müssen als nächstes auch dahin. Aber ich würde tatsächlich, ja, vielleicht bis zum Ende des Hügels gehen. Und da bauen wir uns auch mal kurz ein Portälchen. Bringen den Stuff weg und schmeißen uns in eine Pofe. Aber erstmal hier hoch. Weil wer weiß, ob hier hinter dem Hügel vielleicht noch eine Eiche rumsteht. Ah, da ist noch eine Butz. Mhm. Da war Löwenzahn. Ja, egal. Und es wird allmählich so dunkel, dass man nichts mehr sieht. Jetzt aber los. So. Schon wieder keine Bienen. Eine Kiste mit irgendwas drin vielleicht. Nö. Gut. Dann bauen wir uns eine Workbench. Hier hin. Und ein Portal. So. Und du hältst schön die Klappe. So. Und wir gehen zurück. So, rübergerannt. Und den ganzen Loot losgeworden. Ja, ja, war gar nicht wenig Edelholz, ne? Not bad. Und die Sonne geht unter. Perfekt. Das bedeutet, wir schmeißen uns sofort ins Bett. Und ich schmeiße auch nochmal alles in Wanst. Hinter die Kiemen, wollte ich sagen. So. Und gute Nacht. Guten Morgen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt runter. Und machen sofort weiter. Oh nö, es regnet. Laggity lag. Ich hoffe, es regnet nicht im Grasland. Wir werden sehen. Und es regnet im Grasland. Natürlich tut es das. Na gut, was soll's. Wir müssen nach dort. Ich hoffe, das kann ich mit einem Rutsch
alles erkunden. Ich glaube aber ja. Ja, Wildschweine, Alter. Ihr macht nicht mal Schaden. Geht mal weg. So, dann hier lang. Hm, das sieht gut aus. Keine Lücken lassen. Sonst müssen wir da wieder zurückrennen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Sehr gut. Und natürlich immer links und rechts auch mal nach Eichen gucken. Wir sind bestimmt schon an mindestens 20 Eichen vorbeigerannt. Aber so ist das nun mal. Hier ist so eine kleine Lichtung. Da habe ich immer einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass wir da was finden. Aber nö. Gut, da nach hier unten. Das ist auch die südlichste unerkundete Stelle. Und dann können wir uns schön nach Norden hin abarbeiten. So, die Himbeeren nehmen wir natürlich mit. So. Das sind Fake-Büsche, gut. Und rüber da. Hm, Eiktür in 4 Minuten. Bis dahin müssen wir einfach damit klarkommen, dass es gerade regnet. Theoretisch könnte ich einen Ausdauertrank benutzen. Mache ich auch, ne? Ich meine, warum nicht? So, her damit. Her damit. Und haben wir hier irgendwie sonst noch irgendwas drin? Nee, ne? Was soll das überhaupt sein? Ein Hühnerschlag? Oder was? Ich glaube, ja. Gut. Hier rüber. Skelettos. Die jucken mich gar nicht. Und ab nach Norden. Und ich hole mir mal einen Trank rein, komm. Wir haben ja noch einen, zur Not. Und ich glaube nicht, dass es hier irgendwo so gefährlich ist, dass wir tatsächlich irgendwie einen Nottrank bräuchten. Aber wer weiß, das kann man ja nie wissen. Ich meine, ich laufe schon wieder ohne Energieschild rum, aber wir sind ja auch im Anfängergebiet. Hier laufen ja nicht mal Trolle rum. Also, alles gut. So, Bienchen. Nö. Schade. So, und jetzt überlege ich gerade, wollen wir den... Ja, komm, den machen wir eben fertig, ne? Ich mache hier zickzack-mäßig. Dann haben wir diesen Fleck hier unten, den großen, nämlich auch entfernt. Fleckentferner. So kann man es auch sehen. Als ob es so ein Schmutz wäre, den ich entferne, Stück für Stück. So, perfekt. Und ich will unbedingt endlich, dass das Update rauskommt. Ich bin voll ungeduldig. Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, oder vorletztes Mal, dass ich jetzt auch keine neuen großen Projekte starten will. Weil es ja jeden Moment losgehen könnte. Ne? Toll. Und... jetzt hänge ich hier und muss warten und bis dahin passiert nichts. Es kommt ja nun mal trotzdem jeden Tag eine Folge. Also kein Plan. Es tut mir natürlich leid. Ich würde jetzt ganz gerne auch direkt in die Aschenlande hineinjumpen. Aber die Entwickler brauchen noch einen Moment. Dann sollen sie sich die Zeit nehmen. Dafür wird es dann schön rund. Und ich glaube ja, es soll auch richtig viele neue Rüstungen und Waffen geben. Habe ich gehört. Also wurde wohl so in den Raum geschmissen von den Entwicklern. Und da denke ich mir dann, boah, da müssen wir erstens die Rüstkammer komplett umbauen. Und zweitens die komplette Rüstkammer nochmal neu ausstatten, ne? Und ich glaube auch, dass zum Beispiel hier diese Zauberstäbe zum Beispiel sind ja nochmal upgradebar. Aber es gibt ja noch nicht hier den, ne, also... der Galderstapel hat bisher nur 2 Verbesserungen und es wird definitiv ja noch eine weitere geben, ne? Weil selbst wenn man die jetzt schon craftet, steht dort Stufe 3, aber da steht noch nicht Max. Das heißt, es kommt definitiv noch eine Stufe dazu und die wird ja dann wahrscheinlich beim Aschelande-Update dabei sein, ne? Das heißt also, wir werden noch stärkere Zauber haben, aber das muss auch alles abgegradet werden. Und da wir nicht nur unsere Stäbe haben, sondern auch die in der Rüstkammer, muss ich das sogar gleich 2-mal machen. Oh Mann, aber ich glaube, das Upgraden von den Stäben war nicht so teuer wie das erste Mal craften. Also ich glaube, einen Stab auf Stufe 1 zu craften,
kostet, glaube ich, 30 Eiter oder so, oder 20. Und sie danach abzugraden nur 6 und so. Oder? War das so? Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe einfach mal. Aber selbst wenn uns Ressourcen fehlen, dann holen wir die halt. Ganz einfach. Ich will jedes Item haben. Habe ich auch eigentlich mal drüber nachgedacht, dass wir noch von Hilde die ganzen Klamotten kaufen müssen, ne? Weil das sind zum Beispiel Items, die ich nicht habe, in Anführungsstrichen. Und ich glaube auch, dass ich dieses ganze Low-Food nie hergestellt habe. Ne? Also dieses... Es gibt noch einige Gegenstände, da würde bei mir oben links stehen, neuer Gegenstand. Theoretisch. Eigentlich könnte ich die auch mal abhaken. So. Haben wir hier vielleicht ein paar Bienchen. Das würde mich freuen. Bienchen und Blümchen. Komm schon. Oder wenigstens Chest mit irgendwas drin. Fackel und Feuerstein. Ja, komm, hier den Feuerstein nehme ich mit. Warum auch nicht? So, hier ist auch nichts. Nicht mal eine Kiste. Und war hier noch eine dritte Butz? Nö. Nee, das hier dachte ich wäre eine dritte Butz, aber das ist so eine. So ein Hühnerstall. Gut. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin, wa? So. Und klappern dann den See ab und ziehen da einen Rahmen drum. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Und wissen, wie groß das da alles ist. Ich hoffe sogar, dass der See groß ist. Weil das ist alles Gebiet, was wir dann nicht erkunden müssen. Das heißt, wir wären theoretisch ein bisschen schneller fertig. Obwohl andererseits eigentlich völlig Wayne. Ah, Himbeeren. So. Und den Blick schweifen lassen, ob hier irgendwo eine Eiche hervorlugt. Nee. Gut. Dann gehen wir mal zu dem See. Boah. Ja. Hat schon so Steinhuder Meergröße, ne? Circa. Gar nicht mal so klein. Gar nicht mal so klein. Okay, Steinhuder Meer ist vielleicht sogar ein bisschen kleiner als das. Keine Ahnung. Aber mir kommt es ein bisschen so vor. Wie auch immer. Ich gehe mal hier so lang. Soll ich jetzt echt alle Himbeeren und allen Löwenzahn mitnehmen? Ja, ne? Das habe ich schon angefangen. Jetzt kann ich es nicht liegen lassen. Ach komm, Nixe. Nixe ist... Hier, komm, deinen Nixenschwanz nehme ich mit. Oh Mann. Warum ausgerechnet der Schwanz auch? Hä? Also, keine Ahnung. Wenn es jetzt eine Zutat wäre für irgendeinen Trank oder so, ne? So ein Hexengebräu. So. Aber als Nahrungsmittel? Warum sollte man von einer Eidechse nur den Schwanz essen? Hoppla, was das soll. Ach, vielleicht, weil sie den abwerfen? Als Fluchtmechanismus? Das machen manche Eidechsen, ja. Die werfen ihren eigenen Schwanz ab. Was ich ganz schön krass finde, ehrlich gesagt. Dass sie das überhaupt können. Voll das unübliche Tierverhalten, oder? So eine eigene Gliedmaße abwerfen, um zu überleben? Holy shit. Naja, gut. So, bitte nicht nass werden. Top. Komme ich hier rüber, ohne nass zu werden? Da war wieder Musikwechsel, ne? Bei dem Ding. Und der hat sich da oben eine Höhle gebaut, direkt mit so einem Felsen wie bei König der Löwen. Ja, Alter. Skeletos, ganz ehrlich. So, hier werden wir sowieso durchnässt sein, so sei es. Und wenn hier schon wieder Minen sind, muss ich mich schon wieder drum kümmern. Weil, ne, Ketten, wir sind kurz davor, sie endlich von Tufarm zu streichen, aber momentan ist da einfach, ne, wir haben noch keine 2 Stacks voll. Da ist eine Mine. Die nehmen wir uns aber später vor, ich weiß nicht, ob wir die heute machen. Ich will jetzt erstmal ein bisschen weiter erkunden, damit wir einen Überblick haben, was wir eigentlich alles noch zu tun haben. Glibberbaum. So. Und die Mine ist da hinten ungefähr. Hier so.
So, Blutsäcke bitte. Sehr gut. Und bei der Küste bleiben. Überall plätschert es hier. Da habe ich dich doch gesehen. Gerochen habe ich dich. So. Sehr gut. Und da hinten geht Gott sei Dank Düsterwald weiter. Okay, was heißt Gott sei Dank? Wir sind trotzdem durchnässt. Aber wir müssen nicht immer so durchs Wasser warten. So, hier rüber. Was war das für ein Geräusch? Achso, da hinten fighten die. Ja, dann viel Spaß. Oh, ein Schlundegel. Da habe ich viel Spaß. So, Blutsack. Und ihr sterbt. Und tschüss. So, Aiktir ist bereit. Da warte ich mal, bis die Ausdauer voll ist. Oh, der See ist tatsächlich recht groß, ne? Der geht einmal so rum. Ah! Shit. Da müssen wir nachher nochmal hin, warte. Und hier auch. Gut. Ja, ne? Ich habe diesmal ein bisschen unsauberer erkundet. Ich habe sehr viele Fehler hinterlassen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das muss ich nochmal begradigen. Aber was soll's. Erstmal gehen wir hier um den See rum. Dann sind wir ja, glaube ich, recht weit unten. Und können die Fehler dann ausmerzen, die ich da gemacht habe. Oh, ist das satisfying mit Aiktir. Laufen, laufen, laufen. Und ich habe einfach so gut wie gar keinen Ausdauerverlust. Versuche auch immer möglichst wenig zu springen, wenn wir Aiktir benutzen. Schon klar, es reduziert auch die Springausdauer. Aber ein Sprung nimmt so viel Ausdauer weg, dass so viele Meter wären, die wir laufen können, ne? Wie viel Zeit ist eigentlich da? Immer noch nicht unten. Gut ausgeruht und Aiktir. Bester Buff. So, wir sind einmal rum. Fast. Beziehungsweise hier sind wir erst einmal rum und dann gehe ich nach hier unten. Schön an der Küste bleiben, sonst muss ich da nochmal was korrigieren. Da gehe ich sogar auf diesen Stein da, ne? Schaffe ich das, ohne nass zu werden? Ja. Hervorragend. Ich hoffe, diesen Stein da muss ich nicht erkunden, weil das schaffe ich niemals, ohne nass zu werden. Komm schon. Die Minimap entscheidet. So, perfekt. Muss ich nicht. Oh. Ah, hier kann ich lang. Perfekt. So, dann sind wir gleich einmal rum. Immerhin. Haben wir das schon mal abgeklappert. Und dann können wir theoretisch das hier und dann hier so zurück. Ach nee, da muss ich auch noch hin. Das kann ich theoretisch auch machen, wenn ich hier bin. Ich mache erstmal hier zu Ende. Ist immer noch nicht Nacht? Ach so, nee, stimmt, wir waren ja gerade pennen. Hä, warum sind denn da die Sterne schon so sichtbar? Ist das nicht eigentlich ein Zeichen dafür, dass es sich gern Abend neigt? Oder irre ich mich? Keine Ahnung. Aber ich habe auch ein bisschen jetzt gerade das Zeitgefühl verloren. Also ich zocke jetzt genau eine Stunde und eine Minute. Gut. Hierhin, hierhin, dahin, dahin. Ich gehe nach da, 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 da und erkunde den Rest. Und die beiden hole ich, wenn ich hier bin. So machen wir das. Also erstmal nach hier. Aber das wundert mich echt gerade irgendwie. Jetzt sind die Sterne nicht mehr da. Doch, da. Hä? Die Sterne sind doch sonst nicht sichtbar, wenn es Tag ist, oder? Ich glaube, das ist immer ein Indiz dafür, dass es dunkel wird. Wir werden gleich sehen, ob es dunkel wird oder nicht. Kein Plan. Ich hoffe, die Zeit ist jetzt nicht schon wieder durcheinander, weil ich das eine Mal ein Dev-Command genutzt hatte. Für ein Thumbnail. Da, ne, also außerhalb, ich spiele ja nie weiter, wenn ich nicht aufnehme, ne? Ich will natürlich, dass alles, was ich hier mache, sozusagen dokumentiert ist. Aber hin und wieder merke ich, dass ich einfach bei den Folgen, ich nehme ja immer ein Bild aus den
jeweiligen Folgen für das Thumbnail, ne? Bearbeite das dann nach, mach das Fadenkreuz raus, mach die, ne, skalier die Farben nach und so. Und manchmal finde ich auf Biegen und Brechen einfach kein gutes Bild für ein Thumbnail. Und dann logge ich mich eben ein und mache eins manuell nach. Ne? Und ich hoffe, also ich glaube, das ist okay für euch, wenn ich das mache. Nur das Problem ist, dass ich manchmal, also das eine Mal habe ich das gemacht, habe die Zeit eingestellt und dann war die Uhr irgendwie durcheinander. Also die Ingame-Uhr hat nicht mehr richtig funktioniert. Irgendwie war, als ob sie auf Pause war. Das war seltsam. Aber das kann ja hier natürlich nicht sein, ne? Wir sind ja eben gerade pennen gegangen und es ist ja Nacht geworden. Nur weiß ich nicht genau, was da los war. Also es war auch nicht so, als ob die Zeit gar nicht vergehen würde. Es war nur so, als ob sie sehr langsam oder irgendwie anders vergehen würde. Das hatte mich übelst verwirrt. Aber gut, weil ich habe keine Ahnung. Sollte nicht allmählich wieder Nacht werden oder bin ich bescheuert? Keine Ahnung, ich glaube, ich habe einfach nur gerade mein Zeitgefühl verloren. Wie dem auch sei, wir gehen hier hoch und erkunden diesen Fleck ebenfalls. So, haben wir, ne? Ja, dann da oben ist noch einer. Sehr gut.